Susi hat schon wieder den Brainlight-Sessel für sich in Anspruch genommen. Und ja, das letzte Mal musste ich mit ihr streiten, dass sie aus dem Sessel aussteigt, damit ich mal mich entspannen kann. Weil ich bin derjenige, der die ganze Arbeit hier macht und du bist die Kulisse. Hat sie wohl immer noch nicht verstanden, aber wir schauen mal. Vielleicht ist sie heute einsichtiger. Ich habe jetzt alles auf Kamera, hast du gehört? Genau, wo waren wir? Ja, nun, das heutige Thema. Als Pflegekraft gehört es zu unserer täglichen Arbeit mit Inkontinenz und Inkontinenzmaterial Kontakt zu haben. Egal, ob wir jetzt von Säuglingen sprechen oder erwachsenen Menschen, die Inkontinenz kann zu sehr starken Hautschädigungen führen. Wie solche Hautschädigungen aussehen und was kann man machen, um die Folgen zu minimieren, das haben wir im heutigen Video. Nach dem Intro hauen wir rein. Dieses Video wird präsentiert von Dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte, und von Brainlight, dem Marktführer in Sachen Entspannungstechnologie. Hallo an alle, Jurah hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Für die, die zum ersten Mal hier sind, mein Name ist Jurah Jelowatz. Ich bin examinierte Pflegefachkraft, ich bin Pflegedienstleitung und ich bin Inhaber eines kleinen ambulanten Pflegedienstes. Hier auf dem Kanal findet ihr alles Mögliche, was in die generalistische, mittlerweile in die generalistische Ausbildung reinpasst. Von Anatomie über Prophylaxen bis zu Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideos. Wenn ihr schon hier seid, wenn euch die Videos gefallen, Daumen hoch hinterlassen, Abo hinterlassen, Glöckchen aktivieren und ihr seid immer unverbindlich und ohne Kosten informiert, wenn ein neues Video raus ist. So, heute wollen wir uns mit der Windeldermatitis befassen. Nun, bevor wir die Windeldermatitis definieren, definieren wir als allererstes, was ist überhaupt eine Dermatitis? Eine Dermatitis ist eine Hautschädigung. Eine Windeldermatitis ist eine Hautschädigung, die durch das Tragen von Windeln entsteht. Sprich, eine Dermatitis hat mehrere Namen. Sie wird meistens an die Ursache der Entstehung oder an das Areal, wo sie entstanden ist, gekoppelt. Hier kommen wir auch zur Einteilung. Es gibt zwei Typen der Windeldermatitis. Typ 1, eine Windeldermatitis bei Säuglingen und Typ 2, eine Windeldermatitis bei Erwachsenen. Jetzt kommen wir zu den Symptomen. Wie sieht es aus? Was sind die Symptome einer Windeldermatitis? Das Hauptsymptom ist ein Erythrem, sprich eine flächenweite Rötung, die meistens um den After beginnt und sich dann ausbreitet auf den kompletten Intimbereich. Und bei sehr starken Symptomen kann es sich dermaßen ausweiten, dass es die Oberschenkel, den unteren Bauch und den unteren Rücken befällt. Es bilden sich kleine Hautknötchen und Schuppungen. Es können kleine offene und nässende wunde Stellen entstehen. Des Weiteren Schmerzen, Juckreiz, Brennen beim Wasserlassen und ein starker Ammoniakgeruch gehören auch zu den Symptomen. Zusätzliche Symptome entstehen, wenn es zu einem Pilzbefall zusätzlich oder zu einem Bakterienbefall kommt. Dann sind die Rötungen sehr stark rot, also hellrot. Die Stellen sind sehr schmerzhaft, brennend schmerzhaft und die riechen extrem. Also dieser Ammoniakgeruch ist nicht mehr der Fall, sondern es riecht wirklich, es stinkt wortwörtlich. Nun, warum entsteht denn eine Windeldermatitis? Was sind die Ursachen dafür? Die häufigste Ursache ist halt, dass die Windelhose nicht regelmäßig gewechselt wird. Sprich, dass der Mensch zu lange im Urin oder im Stuhl oder im Urin und Stuhl verbringt und dass seine Haut dann dadurch aufquellt und kaputt geht. Sie verliert den Schutzeffekt, den sie normalerweise haben muss. Das muss man sich so vorstellen. Nicht der Urin alleine und der Stuhlgang sind aggressiv für die Haut. Es geht auch um das komplette Milieu. Warum? Die Windel ist wasser- und luftdicht. Das heißt, sie schirmt das nochmal alles ab. Dann kommt nochmal die Wärme dazu. Und natürlich in diesen Umständen geht die
Haut sehr, sehr schnell kaputt. Eine weitere Ursache ist die Verwendung von falschen Inco-Produkten, sprich von Inco-Produkten, die zum Beispiel keine ausreichende Saugkraft haben. Und dann statt den Urin abzufangen, lassen sie den einfach auf der Haut liegen. Das heißt, dass die Feuchtigkeit in der Windelhose ist noch größer, als es sein soll. Des Weiteren haben wir ein falsches Produkt von der Größe her. Das heißt, wir nehmen eine zu enge Inco-Hose, dann kommt es noch zusätzlich zu Scherkräften und die Haut ist wieder geschädigt. Eine allergische Reaktion auf die Windelhose ist auch eine der häufigen Ursachen. Sprich, der Mensch reagiert einfach auf das Material, aus dem die Hose gemacht wurde oder die Einlage und kriegt eine Windeldermatitis aus diesem Grund. Eine der häufigsten Ursachen ist jedoch die Hygiene. Eine mangelnde Hygiene führt dazu, dass eine Windeldermatitis entsteht. Sprich, die Windel wird nicht regelmäßig gewechselt, eine Hautpflege wird nicht richtig durchgeführt, sprich das Waschen und danach das Cremen, damit die Haut wieder ihren normalen pH-Wert bekommt und dass sie ihre Schutzfunktion beibehält. Zuletzt haben wir noch die Windeldermatitis als Folgeerkrankung. Wovon reden wir hier? Es gibt sehr oft Menschen, die an einem Reizdarm leiden, sprich sehr oft dünnflüssigen Stuhlgang haben und dann eine Windel tragen müssen. Und dadurch kann auch natürlich eine Windeldermatitis entstehen. Nun kommen wir zu der Diagnostik. Die Windeldermatitis wird von uns beobachtet, sprich wahrgenommen, aber nicht diagnostiziert. Wir dürfen es dokumentieren, dass wir ein Hautareal haben, das Entzündungszeichen anzeigt, aber wir dürfen nicht reinschreiben, dass es eine Windeldermatitis ist. Dafür brauchen wir einen Arzt. Das heißt, die Diagnostik stellt entweder ein Dermatologe, ein Hautarzt oder der Hausarzt. Die Diagnostik wird vom Arzt durch die Beobachtung gemacht. Hat er einen Verdacht, dass es hier noch zusätzlich ein Pilzbefall ist oder ein Bakterienbefall, macht er einen Abstrich. Hat er einen Verdacht, dass es eine Allergie ist, wird ein Allergietest gemacht. Letztendlich kann man auch eine Blutprobe machen, um die Entzündungswerte zu messen. Nun kommen wir zur Therapie. Wie schon gesagt, bei einer Windeldermatitis muss man schnell handeln. Das heißt, wenn der Arzt definiert, dass es eine Windeldermatitis ist, muss man gucken, was ist denn die Ursache? Ist es wirklich die mangelnde Hygiene? Ist es das falsche Produkt? Oder letztendlich ist es eine Allergie, die entstanden ist? Wenn man die Ursache kennt, kann man die Windeldermatitis auch behandeln. Das Wichtigste dabei ist, eine gute Hygiene zu führen, also regelmäßig zu waschen, regelmäßig zu cremen und viel Luft dran zu lassen, soweit es machbar ist. Das heißt, wenn man die Inco-Hose auch alle 2 Stunden wechseln muss, Hauptsache, der Mensch ist nicht im Nassen und wenn man merkt, da ist schon eine Dermatitis entstanden, dann muss man regelmäßig handeln, damit sie sich nicht ausbreitet oder noch schlimmer, wie gesagt, eine Superinfektion entsteht oder letztendlich das Schlimmste, die schlimmste Folge bei einer Windeldermatitis ist der Dekubitus. Nun sind wir aber immer noch bei der Therapie. Das heißt, wie gesagt, waschen, cremen, Luft dran lassen. Zusätzlich kann man noch ein Antibiotika nehmen, sprich etwas gegen Pilze oder Antibiotika bei einem Bakterienbefall. Sehr wichtig ist es, multidisziplinär zu arbeiten, sprich neben dem Arzt noch den Inco-Beauftragten oder den Inco-Manager dazuziehen. Gute Teams, gute Pflegedienste oder gute Pflegeheime haben einen Inco-Beauftragten, der sich um diese Angelegenheit kümmert und der auch wirklich geschult ist. Ich habe bei mir einen geschulten Inco-Beauftragten, der sich um die Inco-Materialien kümmert und der auch solche Beratungen durchführt. Nun zuletzt haben wir noch den Krankheitsverlauf. Eine Windeldermatitis heilt in der Regel ziemlich gut und ohne Probleme ab. Natürlich gibt es Sonderfälle. Das heißt, es kann bei Pilzbefall oder Bakterienbefall zu einer Superinfektion kommen, was dann wirklich viel mehr Zeit benötigt, um eine Heilung in die Wege zu leiten. Das Schlimmste, wie ich schon erwähnt habe, ist ein Dekubitus und das habe ich auch live erlebt. Also ich hatte einen Patienten, bei dem durch eine Windeldermatitis ein Dekubitus entstanden ist und dann hat man wirklich einen Kampf, bis man diesen Dekubitus in den Griff bekommt und natürlich die Heilung erreicht, dass die Wunde wieder zugeht.
Hier muss man noch erwähnen, je älter man ist, je multimorbider man ist, ist die Heilung natürlich viel, viel schwerer. Deswegen, wie gesagt, schnell handeln und wirklich sauber arbeiten, damit das so schnell wie möglich aus der Welt geschafft wird. Nun, das ist alles zu diesem Thema. Ich hoffe, das Thema wird nutzbar sein, wenn ihr in der Ausbildung seid oder wenn ihr aktiv jemanden zu Hause pflegt, also ein Angehöriger seid und die Informationen euch wirklich helfen. Das freut mich sehr, damit euer Angehöriger besser gepflegt wird. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch hinterlassen. Unter dem Video in der Beschreibung ist der Link zur Quelle zum Thema. Unten drunter die Kommentare, haut rein, Vorschläge für kommende Themen oder natürlich Ergänzungen oder Erfahrungen mit einer Windeldermatitis. Ich freue mich sehr gerne, wenn ihr schreibt. Ich lese es auch gerne und antworte so schnell ich kann. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.